Servus, der Marc von Bildesuvinicien, bei mir ist die Vivian aus Saarbrücken. Und ist zu Gast in Wien, 6 Tage seid ihr hier. Am vorletzten gibt es noch ein Piercing von mir, war mal geplant. Ja. Und wir machen bei dir ein Trimix. Schön, mal wieder eins zu filmen, weil ich steche schon irgendwie wahrscheinlich 5-6 Stück. Also wenig, wenn ich aber diese stehe ich tausende Male. Und dann filme ich natürlich auch nicht jedes. Also es ist immer mal wieder cool, ein Trimix-Piercing zu kriegen. Jedes ist anders, jedes ist individuell. Schauen wir mal, was bei dir rauskommt. Angezeichnet haben wir es schon, vorbereitet haben wir es soweit auch. Und ich lasse einmal die Kamera laufen. Ich kann mir hier sehen, im Hintergrund ein bisschen dein Freund aus der Omelette gebracht. Den sehen wir recht auch noch im Hintergrund irgendwo, aber auch nicht. Ich nehme davon ab, wer gerade irgendwo steht. So, ich meine, wir müssen irgendwas noch haben. So, also letztlich geht es mir darum, dass man nicht unbedingt das perfekte Bild hat von dem Ganzen, sondern dass man einfach ein bisschen sieht, was wir machen und dass ich da trotzdem arbeiten kann und wenn ich da selber irgendwie in die Quere komme, das sieht ganz gut aus. Ich musste mit dem Film auch aufpassen, letztens auch im Film, dann kommen wir mit dem Arm in die Kamera, das ist auch ein Scheiß. Hilft mir auch nicht. Weiter, so. Gut, Julia, dann gehen wir es mal an. Hast du noch mehr Piercing für dich, oder ist das dann... Hast du schon ein paar Pieces rausgeschaut oder Dave, hast du gesagt, ne? Dave, ja, genau. Dave und ich bin immer wieder am Überlegen mit dem Septum. Also Septum finde ich einfach ein schönes Piercing. Nur dann sag ich dir nicht, dann würde ich das Nostril opfern oder Hannover 2 seine Arbeit machen, dass du 2 Stecker hast und Septum wegen der Symmetrie. Genau. Ich finde es einfach immer einfach cooler, Septum entweder allein oder mit 2. Ja. Persönliche Meinung. Ja. Natürlich kann man es auch so machen, kann man auch probieren, kann man jederzeit austun. Aber mir gefällt es einfach am besten. Dann standalone oder symmetrisch bleiben, links und rechts. Mhm. Aber das kann man, wie gesagt, jederzeit machen, wie man möchte. Aber würde sich auf dem Tipp stehen. Ja, so. Also, ich würde dir, wenn mir ein Kunde fragt, hätte ich jetzt dich auch eher auf den Septum beraten. Okay. Ja, weil du nicht immer. Aber ich bin da immer frei, wenn der Kunde sagt, er will es nicht, klar. Ja. Und wenn ich ins Gespräch komme, soll ich würde zu ihr das oder das machen, wenn ich merke, der Kunde hat, ist nicht ganz sicher, was er machen soll. Ja. So, und Dave, wie gesagt, bei dir, keine Ahnung, was der Piercer, wo du warst, der gesagt, das würde bei dir nicht gehen. Keine Ahnung, wo die oder wie die Aussage zu werten ist. Na, halt, er meinte, der Knorpel wäre zu flach und da konnte er nicht gut sprechen. Ja, er nicht, aber das ist okay. Dann, aber ich finde es immer nur besser, also ich weiß nicht, mein Anspruch ist, erzählen den Leuten halt immer den Schluss, dass sie quasi, dass du als Kunde quasi irgendwie komisch oder behindert bist oder seltsam oder merkwürdig. Und deswegen das Piercing bei dir nicht geht. Ja? Und das finde ich halt immer ein bisschen blöd. Dann muss man kann als Piercer auch sagen, du, ich möchte es einfach nicht stechen bei dir. Das ist eine ganz andere Qualität der Aussage. Ne? Das finde ich einfach persönlich wichtiger. Ja? Ja. Wie ein Friseur zum Beispiel sagt, du, keine Ahnung, ich sagst dir, mir jetzt die Haare, keine Ahnung, super krass, gibt ja blondieren und dass die schneeweiß werden und sonst, da gibt es Friseure, die sagen, machen wir nicht. Bitte nicht. Wir wissen einfach, dass die Haare gehen so kaputt und möchten wir nicht, machen wir nicht, aus. Kommt nicht zu uns. Ehrenehrliche Ansage. Ja, mich hat das auch ehrlich gesagt gewundert, warum man es nicht gemacht hat. Er soll dann sagen, genau, weil er kann ja dann sagen, zum Beispiel bei dir finde ich es auch gut, wenn er sagt, du, ich traue mir das nicht zu oder ich finde das Szene für dich nicht, ich bin da unsicher bei deinem Ohr. Aber so tun, als ob du schuld bist, weil dein Ohr, das ist komisch, das finde ich ein bisschen depper, weil das kommt, das kommt ja immer raus. Mittlerweile ist Internet, schickst ein Foto an 5 Studios oder an mich. Dann kriegst du die Antwort, kein Problem, dann denkst du auch, alles klar. Da kommt jetzt der Ring, gell? Da kommt jetzt der Ring. Geht's? Mhm. Das ist das Ding mit dem Ring, leider. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, ungefähr. Weiß es drin, das ist total. Das Problem ist einfach dieses Reinfrickeln, dieses Stück für Stück einarbeiten. Das ist beim Trimix die Challenge für mich, aber auch ganz klar für den Kunden, weil einfach, das ist natürlich, das ist halt gemein. Ja, dafür sitzen wir unten aus. Das ist ein bisschen, warum auch immer, oft sind die auch nicht beleidigt, wenn man so rumzieht und rumstochert. Du kannst auch nicht Blut sehen, also bitte da nicht nervös werden. Wir haben jetzt Blut, bei manchen Männern merke ich das schon, wenn du nur Blut sagst, kann ich sehen, wie dir das Weiße in den Augen verschwindet. Ja, wirklich.
weil sie einfach total Panik haben. Weil immer wieder, dass Männer uns beim Zuschauen umfallen hier. Echt? Oh je. Weil sie um ihren Schatz so besorgt sind, dass sie wirklich zusammenklappen. Oh ja. Er macht sich keine Sorgen. Du wusst ja auch, was du dich einlässt. Oh, ja, genau. Ja. Ich bin mal auch aufs Resultat auf jeden Fall gespannt. Wie fühlt sich das an? Frag dir das nachher. Ich glaube, er hat mir eine Mail geschrieben, dass er mir 10 Euro Trinkgeld gibt, wenn es richtig wehtut. Ich schaue nachher nochmal nach. Ich glaube, er hat dazu gezwickert. Also, das traue ich dem noch zu. Das ist echt? Das Problem an der Seite. Nein, also das heißt natürlich nicht wahr. Ja. 22. Ja, ja, ja. Das heißt, das musst du so wie so eine Wellbeing-Behandlung bei mir sehen. Weißt du? Da will man ja was für sein Geld. Ja, ne? Ja. Ich denke, das kennst du, wenn du massiert bist und dann sagt dir irgendwo, du merkst schon, es fängt an, sich die Hände zu machen und denkst so, Scheiße, ist es wirklich schon zu Ende? Und wenn ich massieren bin im Hotel, dann gucke ich danach auf die Uhr, das kann doch nicht mehr sein. Es dauert noch eine Stunde oder 50 Minuten. Abzocker, die haben mich dann betrogen. Guckst du, doch, hat doch gestimmt. Also dieser Wellbeing-Effekt, man möchte noch ein bisschen länger behandeln werden. Ich hatte einmal eine Kunde, werde nie vergessen, die mit der eine Sternerwertung gegeben. Die war wirklich, wirklich leider ein bisschen daneben. Hat mir echt laut getan, also die hat irgendwie was Falsches gegessen. Und die hat sich dann fürchterlich geärgert und sich ausgelassen darüber. Ich habe ihr Nasenbein gestochen. Und was sie so gestört hat daran, ist, dass laut Terminplan steht ja bei uns immer so eine Uhrzeit dran, also wie lange das ungefähr geht, das ist so ein bisschen Zeiteinheiten. Ich bin auch viel schneller fertig, oft auch mal leider nicht. Aber im Regelfall treffen wir das sehr genau. Aber beim Nasenpiercing, mein Gott, da brauche ich, wenn alles gut geht, ein paar Minuten, da brauche ich nicht 20. Und die Kundin hat sich dann extrem geärgert hinterher, dass sie quasi das Nasenpiercing hat ganz normal zahlen müssen. Aber bei mir nur 15 Minuten oder 10 Minuten im Studio gewesen wäre. Und sie hätte laut Termin ja 20 Minuten mit Marc gehabt. Ach so. Und es waren aber nur 12 oder 15 oder irgendwas. Und so nach Motto. So hat sie eigentlich kein Piercing gebucht, sondern dich gebucht. Sozusagen. So hat sie es, glaube ich, verstanden. Was immer sie da mit mir vorhat. Aber Piercing war nicht. Aber weiß ich nicht, aber in letzter fragen können, ob ich noch mit auf den Kaffee mitgehen möchte. Ja? Ich als verheirateter Mann natürlich verweigern, aber das ist ja auch okay, kommt ja auch mal vor. Aber die hat sich da wirklich aufgeregt und ist dann nicht böse auch geworden bei dem Internet. Und ja, das war wirklich nie vergessen. Und sie denkt sich jetzt gerade, warum geht der Termin nur 2 Minuten? So, wir sind aber guter Dinge, wir sind bei 2 von 3. Das reicht doch noch. Schau, die ist drin. Also der zweite ist durch. Das dritte fehlt jetzt quasi noch. Ich lasse dir gerne, ich brauche eben eine Pause, weil ich auch mal kurz schnell mal ein bisschen gucken muss, wo wie was. Du weißt ja hoffentlich selber, ich mache das gerade auch erst das erste Mal, ja? Ja, klar. Aber dafür klappt es eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, wie ich noch dich kriege. Da ist. Geht's noch, mein Liebe? Ja. Wenn du sagst, geht, nimm mal auf. Na, einen schaffen wir noch. Gut. Also ich will niemand über seine Grenzen bringen. Wenn er sagt, du, ich kann immer, dann hör mal einfach auf. Aber ich. Der müsste auch relativ easy sein, weil das ist Ende noch sehr leicht. Ich habe irgendwie wieder hoch war das Schlimmste. Mhm. Hast du mal geschafft. Jetzt. So.
Schmerzen? Die hast du meine Augen tränen gerne, Freund. Das ist klar. Allergie? Allergie. Ja, und dann die Trauer, das heißt, du vermisst mich schon jetzt, gell? Genau. Termin wird zu Ende. Aber du kannst mich, wenn du mich vermisst, jeden Tag bei YouTube rein. Genau. Das machst du sowieso. Dann hörst du mein blödes Geschwätz da wieder an. Wenn dann immer so echt ein Witz. Bei einem Kommentar auch. Bei YouTube war es oder was bei Google Maps auch so eine Erstellung, wo ich einfach manche Sachen kann ich nachvollziehen. Wenn wir der mit den 20 Minuten, dem Grunde nach kann ich es nachvollziehen, aber dass wir eine Erstellung geben. Ja, die Idee dahinter verstehe ich, aber ist natürlich total zu reden. Zu wollen kann es eigentlich sein. Das ist eine Dating-Show oder was. Und dann gab es mal einen Kommentar auch von einem, der hat gesagt, ja, also ich wäre quasi, wenn die Kamera nicht läuft, total überhebliches Arschloch oder irgendwas. Ach so, schön. Ja. Und ja. Wenn es schade ist, dann läuft ja die Kamera. Aber ich sag's dir ehrlich, ich bin der gleiche Depp, wenn die Kamera läuft oder nicht, weil ich kann mich ja nicht so verstellen, dass ich jetzt da irgendwie hier, das kannst du nicht, dass du da, du bist immer gleich, aber das war wirklich, war echt spannend. Dann war lustig, aber das Tolle war damals, war bei YouTube, glaube ich, war es ja bei YouTube, war das ein Kommentar. Das Tolle war dann, dass da die Kunden voll draufgesprungen sind und geschrieben haben, also wild, was dann echt die Community geschrieben hat, nein, ich bin die und die, ich filme Marc schon seit so vielen Jahren, ich mache bei ihm nie ein Video, weil ich mich nicht traue und es nicht will, und der ist genau gleich wie im Video, und andere sagen, das, also war echt spannend, die haben sind dann richtig auf den drauf gehüpft. Das habe ich wohlwollend beobachtet. Nee, also das kann ich auch nicht. Die Kamera war ja vorher auch aus. Ne? Also ihr merkt ja auch, wir sind jetzt ja schon 20 Minuten oder sowas, 15 Minuten ohne Kamera gewesen. Da bist du ja auch nicht komplett anders. Wobei ich das zum Beispiel von manchen Leuten höre. Also ich habe das im Hotel kenne ich jemanden, da war dieser Bohlen im Hotel. Und er sagt, das wäre so krass. Zum Beispiel jetzt. Also wenn die Kamera nicht an ist, muss der so eine Überheblichkeit haben, also ganz extrem. Und wenn die Kamera an ist, ist er halt der liebe Dieter und sonst was. Ich meine, auf der einen Seite denke ich, wenn du halt Dieter Bohlen bist, da wollen ja immer alle irgendwie was von dir, gefühlt, glaube ich. Es kann sein, dass der halt auch so ein bisschen auf Anti geht, so nach Motto, lass es mir in Ruhe, will ich, will nicht. Aber das habe ich von, lustigerweise, zwei Hotels gehört, von ein paar Jahren schon mal, wo ich auch schon im Hotel war, wo er war. Und danach eben von einem Kunden, der hier bei mir Kunde ist, wo er nie war, sagt, boah, das war, muss so anstrengend gewesen sein. Wenn du das zweimal hörst, dann glaubst du es dann auch. Ja. Das habe ich aber auch schon mal gehört, dass der dann. Viele Stars, glaube ich, haben das. Also, das mag. Zum Beispiel einmal Thomas Gottschalk gesehen beim Mittagessen hier in Wien. Dann haben wir dreimal hinschauen müssen, natürlich. Aber eigentlich war es beim ersten Mal schon klar, dass das ist, aber du guckst halt auch immer. Der war ganz nett, der hat dann nett gegrüßt und einfach halt so kurz zugenickt. Aber der war jetzt nicht so nach dem Motto, so überheblich oder weggeschaut oder so. Das war echt sympathisch, sich anlächeln. Kann ja auch nach dem Motto einen Stinkefinger zeigen. Ja, ja, oder dich mit Blicken töten, so nach dem Motto. Also, es war, wie gesagt, so, es gibt halt Leute, die so oder so. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man dann einfach keinen Lust hat, ne? Wenn man dann privat unterwegs ist. Aber das ist halt der Preis, den du zahlen musst. Also, das ist der Preis, den du zahlen musst. Ich habe es einmal erlebt, also ich bin ja nicht berühmt oder so, aber ich habe es einmal erlebt. Zeigst du dir im Spiegel. Da waren wir Mittagessen und sagt meine Frau zu mir, die haben dich erkannt da drüben. Sag ich, ich kenne keinen Mensch, ich kenne keiner. Doch, aber die haben die Zigarre gehabt, die reden über dich. Sag ich, die reden mich einfach über irgendwas. Ne? Und dann sagt sie, nein, haben wir schon gesehen, da waren Kinder dabei, so 12 und Ding, und waren Oma, Opa, Mama, Papa. Und dann haben alle das Handy in der Hand gehabt, immer wieder das Handy. Und dann verglichen, ob was wirklich ist. Handy. Und dann sage ich, ja, ich habe das recht. Und dann habe ich mir gedacht, mich stresst. Einmal bist du anders, denkst du, wie nehmen die dich wahr? Sagst du, warum bist du jetzt so anders? Sag ich jetzt, keine Ahnung, ich bin denn anders. Doch, du bist immer mal anders. Weil du denkst, was denken die Leute von dir, wenn sie dich da sehen und dann wieder. Das ist ganz komisch im Kopf gewesen. Und dann ging es aber wieder und dann sagt sie, ja, die kommen sicher, wenn ich jetzt aufs Klo gehe, kommen die sicher und feiern. Dann kam sie, ja, bist du verrückt. Und genauso ist passiert. Dann kam die Tochter, war total süß mit 12, also der Papa hat gesagt, ja, die Tochter, ob ich der bin. Ja, da bin ich. Und ob sie ein Foto machen können, sag ich, ja klar, können wir machen und so, war total süß, war total nett. Aber tut dann auch gut, war dann auch schön am Schluss. Aber, was ich damit sagen will, ist, ab der Sekunde, wo du wusstest, dass die dich irgendwie kennen, ist es echt ein komisches Gefühl beim Essen, weil du dich beobachtet fühlst.
Und natürlich beobachten wir, die reden darüber. Doch, das ist ja sinnlich, guck mal, die Natur, der Power meint es dann wie sonst immer. Das ist, kommt, die meint es ja gar nicht böse, aber es war ein komisches Gefühl. Und da haben wir immer gedacht, ja, ist nice, aber wirklich haben, dass du jedes Mal, wenn du irgendwo essen bist, das hast, würde ich nicht wollen. Weil wir als Kind immer gedacht, das wäre das Geilste auf der Welt, ja, aber es ist nicht so toll. Und ich glaube halt, das ist für die Leute halt, aber das ist der Preis, wenn du so auch richtig viel verdienst, die verdienen ja dann richtig Kohle, so ist daraus. Die Privatsphäre hat dahin. Ja. Deswegen waren dann viele Stars ja nach USA aus, weil Thomas Gottschalk ja in den USA kennen. Das ist der Vorteil. So, ich zeige mal kurz, wie es aussieht für euch. Das Ganze ist ein bisschen gequetscht und ein bisschen geschwollen gerade schon. Sieht man auch ein bisschen. Ist aber auch nicht schlimm. Es ist normal am Anfang des Trainings. Ich zeige es dir auch mal. Hier ist der Handspiegel und nimm mal den Oberarm. Das ist die normale Seite bei der Vergrößerung. Einmal. Und von der Seite, wenn du, du musst einen großen nehmen. Du musst es einfach mal vor den Spiegel stellen. Den musst du dir so gehen. Jetzt guck, das ist so von hier. Das ist. Jetzt schon hast du es drauf. Ah ja. Finde ich gar nicht so leicht, sich da selber zu spiegeln. Ist gut? Es ist ein bisschen geschwollen, klar, das schwillt an, das liegt generell. Das ist einfach so, das braucht ein bisschen Zeit. Schwellung kommt, geht wieder, wir haben so 8 mm gestochen, das wird auch passen. Das Schöne ist, dass alles sehr eng liegend ist. Also auch von anderen, wenn du das andere mal anschaust, kurz, das ist ja, das ist alles sehr, bei dir alles sehr nah beieinander. Allerdings natürlich hat das bisschen irgendwo einen Platz. Die Challenge würde sein, dass wir eine Schwellung im Griff kriegen und dann die Heilung eben konstant dahin geht. Im Worst Case habe ich dir erklärt, müssten wir die einzelnen bisschen raustun, also quasi alles raus und dann einzelne Stecker rein und dann nach ein paar Monaten wieder einen Ring reinmachen. Ich starte aber beim Trimix immer mit dem Ring, weil anders kriegen wir diesen Winkel nie hin, also wir können das nie anders messen. Und wenn man es damit schafft durchzuziehen, ist natürlich auch am besten. Aber wie gesagt, statistisch gesehen, 50% der, die das Trimix machen, haben das Problem, dass sie es irgendwann mal für ein paar Monate auf Stecker wechseln und dann erst wieder den Ring reinmachen, wenn die Luft entlang gegangen ist. Schau es dir einfach an, schreib mir, schickst mir Fotos, dann reden wir drüber, was, wie, wo, was er machen kann und wie. Ja? Das ist einfach, man steckt nicht drin. Ja. Okay? Passt. Gut. Pflege, kennst du ja aus meinen Videos, neuerdings sind die Pflege dann per SMS und E-Mail, also die haben jetzt papierlos gemacht. Nimm dir bitte unter den Spray Favorit, kriegst du mir jetzt noch dazu. Damit bitte einsprühen, du weißt eh zwei, drei Mal aufs Ohr drauf pumpen, auch in die Zwischenräume. Dann vielleicht ihn bitten mit einer Küchenrolle oder einem Wattestäbchen, wo du die Watte vorher runter machst, in der Küchenrolle rumwickelst, ein bisschen in die Hohlräume putzen, dass es gereinigt ist. Dann bitte das Gel nehmen, tropfen, oben, unten drauf und fertig. Ehe der Weg spielt sich dann nicht wirklich. Gut. Ansonsten Haare waschen, duschen, Sport und morgen. Haare färben bitte 6 Wochen nicht. Solarium darf kurz sagen, bitte 3 Wochen nicht. Und ansonsten habe ich jetzt keine großen Sachen, mir fällt mir nichts an. Hast du noch Fragen? Nee, eigentlich ist alles geklärt. Dann war es voll schön, dass du da warst, aus der Brücke, und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Wien. Danke. Viel Erfolg mit Pissing, und wenn der Wien gerne wird, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder, wenn du mal wiederkommst. Dann kannst du mir auch berichten, dann war das der Hilfe noch, kann man dann entsprechend weitermachen. Ja. Danke dir, hat mich gefreut. Euch danke fürs Zuschauen und auch danke an dich fürs Mitkommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.